Muss der Conditioner über Nacht einwirken oder ist es besser, wenn er über Nacht einwirkt oder wir den gleich wieder ausspülen? Diese Frage habe ich neulich mal von euch gestellt bekommen und dachte mir, hey, dazu drehe ich doch einfach mal ein Video für euch, in dem ich euch das Ganze erkläre. In diesem Sinne, herzlich willkommen und viel Spaß beim Anschauen. Also, was würde denn nun passieren, wenn wir den Conditioner über Nacht einwirken? Ist es für die Haare so viel besser? Oder ist es vielleicht sogar schlechter für die Haare und könnte auch gefährlich sein? Um ganz offen und ehrlich zu sein, schließe ich gleich mit der Antwort raus. Ich kenne keinen Grund, warum es so viel besser sein sollte, denn wir müssen uns hier fragen, was denn ein Conditioner macht. So, ihr kennt das sicherlich aus meinen bisherigen Videos. Wenn nicht, klickt euch gerne nochmal hier oben bei dieser Infokarte durch. Ein Shampoo reinigt die Haare und öffnet die Haarstruktur leicht. Die Haarmaske füllt die Haare letztendlich wieder auf. Und der Conditioner, der schließt die Haare, macht die dadurch besser kämmbar, glänzender und so weiter. Also das heißt, der Conditioner, der hat einen niedrigen pH-Wert, schließt dadurch die Haarstruktur. Wir kämmen den ein, dass der sich auch gut verteilt, dann ist alles cool. Braucht der Conditioner nun 10 Minuten, 20 Minuten oder 8 Stunden, die wir schlafen? Eigentlich nicht. Normalerweise reicht es, wenn du deinen Conditioner daheim einarbeitest, einkämmst, um ihn optimal zu verteilen, und dann kannst du ihn auch schon wieder ausspülen. Denn dann hat der niedrige pH-Wert letztendlich die Haare berührt und dadurch seinen Job gemacht, Haarstruktur geschlossen, und dann ist alles cool. Deshalb kenne ich jetzt, um ehrlich zu sein, keinen Grund, oder mir fällt kein Grund ein, warum es förderlich sein sollte, den über Nacht einwirken zu lassen. Es könnte aber auch eine gewisse Gefahr darstellen, den über Nacht einwirken zu lassen. Deshalb achtet bitte drauf, falls ihr eine besonders starke Keratin-Haarpflegeserie habt, Produkte, die sehr keratinreichhaltig sind eben, und da eine Maske oder Conditioner, wenn ihr diese Produkte benutzt, Keratin ist ja letztendlich verhärtetes Eiweiß. Und wenn das über Nacht zu lange einwirkt und die Haare eintrocknet, vor allem wenn die Haare schon sehr stark strukturgeschädigt sind und die Augen letztendlich schon sehr trocken und porös sind, dann könnte es sein, dass wenn dieses Produkt, also sehr viel verhärtetes Eiweiß, Keratine, dann noch über Nacht einwirken und eintrocknen, könnte es rein theoretisch passieren, dass die Haare vielleicht etwas zu fest werden und dadurch vielleicht sogar brüchig. Muss nicht passieren. Ich möchte euch keine falschen Ängste machen, um Gottes Willen. Nur das könnte passieren, je nachdem welches Produkt. Ich meine, wir wissen alle, es gibt Millionen von verschiedenen Pflegeprodukten. Von dem her, benutzt euren Conditioner ganz normal zu Hause, nach dem Shampoo bzw. nach der Haarmaske, falls ihr eine angewendet habt. Arbeitet den in die Haare ein, kämmt den rein, spült den wieder gründlich aus und dann passt alles. Conditioner muss meiner Meinung nach nicht über Nacht einwirken. Und bei manchen Conditionern sogar bitte vorsichtig sein, dass du den nicht, wenn es eine Keratin-Serie ist, irgendwie über Nacht einwirken lässt und deine Haare vielleicht wirklich zu griffig werden könnten dadurch. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch mit diesem kurzen Video schon ein bisschen weiterhelfen konnte, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare oder auch eure Erfahrungen, was ihr denn so mit Conditionern die letzte Zeit gemacht habt. Wenn ihr den mal länger einwirken lässt, kürzer, gleich ausspült, wie ihr das Ganze seht, würde mich mega interessieren. Und schreibt mir auch immer gerne dazu, welche Fragen ihr habt, denn das sind immer super gute Anregungen für die nächsten YouTube-Videos. Und falls ihr euch jetzt fragt, welche Pflegeprodukte kannst du denn empfehlen, Cenk, dann klickt natürlich immer gerne unterhalb von dem Video in der Infobox auf den Shop von mir. Da habe ich meine Favorite-Produkte mit drin, die ich euch eben auch ans Herz legen kann. Habe auch immer eine Beschreibung dazu und oftmals auch einen persönlichen Tipp, für wen das Produkt vielleicht besser geeignet ist und für wen vielleicht auch weniger. So, jetzt passt auf euch auf, Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.